Tachchen! Heute wollte ich euch eigentlich das Problem vorstellen, wenn ihr Blasen im Display habt. Oder zwischen der Folie und eurem Display, sagen wir mal so. Wie ihr gesehen habt, hatten wir im letzten Tutorial noch ein paar Blasen drin. Eigentlich will ich euch heute nur zeigen, wie ihr die wegmacht. Ist eigentlich ganz lässig. Wenn ihr hier ein paar Blasen seht, ich kann ja mal ein bisschen näher rankommen. Hier seht ihr die Blasen mit Sicherheit. Also entweder können wir die rausdrücken, dass man einfach so lang geht, zack, und drückt die raus. Wenn wir jetzt aber ein Sandkorn dazwischen haben, also praktisch, dass es ja nicht so richtig kleben kann, dann können wir es eigentlich auch ganz lässig machen. Legen es einfach mal kurz hin. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Klebeband. Reißen uns einfach erstmal zwei kurze Streifen, so circa 2,5 cm ab oder zwei. Und kleben das einfach an irgendeine Ecke von einer Displayfolie. So, haben wir den ersten dran. Machen wir gleich den zweiten hinterher. Der kommt daneben gleich. So. Jetzt können wir uns nochmal von nahen angucken. Also, ich habe das jetzt einfach auf die Folie aufgeklebt. Ich kann ja mal ein bisschen näher ran. Oh. So würde es aussehen. So, jetzt machen wir es eigentlich ganz locker. Wir halten hier mit dem Finger auf und ziehen es einfach hoch und kriegen so unsere Folie erstmal ab. Jetzt können wir erstmal ein paar Luftbläschen noch rausdrücken, wenn wir wollen. Und gucken, wie es aussieht. Machen wir einfach mal. Ja, ein bisschen besser sieht es auf jeden Fall schon aus. Ein paar kleine Luftbläschen sind noch drin, da können wir uns auch eigentlich relativ leicht machen. Wir nehmen einfach ein bisschen Klebeband hier, machen uns einfach so einen dritten Streifen. Den haben wir hier. Jetzt nehme ich den mal in eine andere Hand, ziehe die Folie hoch. Also merken wir erstmal hier, wo die Luftbläschen sind und wo wir die wegmachen müssen. Ist ja eigentlich nur hier oben. Merken wir uns da die Stelle, ziehen das hier ab. Oh. Kleinen Augenblick. So, jetzt ziehen wir das ab. Und gehen dann einfach mit dem Klebeband, was wir im anderen Finger haben, einfach hier unten mal lang. Und wenn dann irgendwelche Staubkörner dran kleben, dann haben wir die auf unserem Klebeband. So, dann können wir gleich nochmal abchecken, ob es schon besser aussieht. Jo, ist auf jeden Fall schon wieder ein Stück besser. Hier oben müssen wir aber nochmal ran. Da gehen wir einfach nochmal mit Klebeband dran und geben da einfach unser Bestes. Haben wir hier noch ein kleines Stücke? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Denk schon. Das machen wir auch noch weg. Ziehen wir natürlich erstmal wieder die Folie ab. Ist ja klar. So, und dann haben wir hier. Probieren wir mal nochmal und gucken, wie es aussieht. Jo, sieht auf jeden Fall Bombe aus. So, gut, dann haben wir es auch fertig. Also ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, wie ihr die Luftbläschen so ein bisschen rausbekommt. Auf jeden Fall richtig cool so.
Gut, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.